Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Das bedeutet, das eigene Abwehrsystem wird fehlreguliert und zerstört die insulinbildenden Zellen, was zu einem Insulinmangel führt, mit den Symptomen viel trinken, viel auf die Toilette gehen, Schwäche. Und es wird behandelt mit einer Insulingabe unter die Haut als Spritze oder als Pumpe. In Abhängigkeit vor allem von Mahlzeiten. Andere Faktoren spielen eine Rolle, wie zum Beispiel Sport oder auch Stress. Und die komplizierte Therapie müssen Kinder und auch die Eltern lernen, um möglichst normale Blutzuckerwerte zu erreichen. Und das Ziel ist für Kinder eine normale psychosoziale und gesunde Entwicklung.